Hallo, der nächste Teil beginnt. Pilgerreise auf dem Donnerpfad. Dann wollen wir mal gucken, was uns diesmal erwartet. So, Zurban, da. Oh, anscheinend habt ihr das vorige Training bereits erfolgreich abgeschlossen. Ja, abgeschlossen, aber so rusch. Ihr sah die jahrhundertalte Kristallisation eines Venut. Und es in dem Moment... Und in dem Moment sagte sie allen Ernstes, dass die Kristallisation, obwohl sie schon seit Jahrhunderten existiert, eines Tages spurlos verschwinden würde. Und im nächsten Moment sagte sie, dass die Loblieder für sie sehr schnell völlig entstellt weitergegeben werden könnten und wurde plötzlich unglücklich. Natürlich, meine Heldentaten, ich meine Heldentaten der Pari sollten unsterblich sein. Wie sollten sie mit jenen Lebewesen verglichen werden, die sich in jenen Moment in Luft auflösen können? Wenn man etwas nicht richtig bewahren kann, dann muss etwas an der Methode falsch sein. Deshalb willst du doch, dass ich die Kristallisation des Venut noch einmal untersuche, oder? Also das dachte Sorosch. Das ist interessant. Das ist ja interessant. Ist der Älteste der Ruf der Pari etwa egal? Wenn es der Ruf ist, der unter den Menschen verbreitet wird, ist es für mich... Ist es für mich nicht so wichtig. Jedenfalls ist der Skeptikerorden im Moment wirklich sehr langweilig. Natürlich, wenn es ein paar interessante Charaktere wie Simiria und Paimon gäbe, wäre das eine andere Geschichte. Hehe, Zurban hat uns ein Kompliment gemacht. Danke. Danke der Ältesten für das Kompliment. Warte mal, wer ist deine Älteste? Sorosch, sei nicht so eifersüchtig. Zurban hat die Älteste hier. Zurban ist die Älteste hier, also ist es angemessen, dass wir sie auch so bezeichnen, oder? Zurück zur Sache. Da Sorosch ihren Ruf unter den Menschen immer noch so wichtig nimmt, ist die nächste Trainingseinheit vielleicht genau richtig. Ja, ich warte auf eure guten Nachrichten. Gut. Wo geht's diesmal hin? Ah. Gute Frage. Wo ist das? Ist das unterirdisch? Ist das oberirdisch? Na, werden wir herausfinden. So, es ist oberhalb. Also der Teleporter war richtig gewählt. Dann... Ach ja, wieder das Kämpfen hier. Sehr schön. Dann mal los. Jetzt weiß man ja Bescheid, wie das funktioniert. Gut. So, erstmal den anzünden. So, euch schmeißen wir weg. Oh ne. Das nächste wäre das auch nicht. Ah. So, den da, jetzt brennt's. Nee, es brennt nicht. Oh, Sonne war das jetzt nicht. Na gut, dann schieß mal durch. Bis da hinten hin. Interessant. So, Feuer frei. So, die laufen davon. Okay, und den schieße ich jetzt einfach und er macht nur da alles... Ah, der hat die da hinten beim Schlafen getroffen. Ah, interessant. Sehr interessant. 5 sollen wir noch abwehren. Es sind auch noch 5 da. Okay, wie wird diese Spielchen jetzt funktionieren? Muss man jetzt hier einmal das machen? Jetzt sind sie nass. Jetzt sind sie verärgert. Ah, deswegen gehen sie dahin. Okay. Soweit, so gut. Der kommt wahrscheinlich, wenn man das da oben zerstört. Genau, so hier kann man einmal das zerstören. Weil so wollen wir ja auch noch die Fässer und so zerstören. So, da hatten wir die nächsten. Gut, und jetzt sind nur noch die Gegner da. Also wenn ich den jetzt nass mache, dann ist er auch nicht begeistert. Aber wo geht er denn hin? Achso, er bleibt einfach da stehen. Und du hier? Das ergibt doch keinen Sinn. Aha, jetzt ist er verwirrt. Okay, jetzt weiß man Bescheid. So ging's. Interessantes Spielchen, wirklich.
Gut, Prüfung bestanden. So, jetzt dürfen wir nach dahin. Ja, ich würde sagen, wir nehmen diesen Teleporter und dann fliegen wir einfach runter. Wie es aussieht, war diese Entscheidung auch richtig, einfach von oben mal schnell hier hinzufliegen. So, dann fahren wir mal kurz runter. Da haben wir das gute Stück. So, was sollen wir hier machen? Achso, genau den genauen Standort finden. Okay. Also. Wir haben... Wo sind wir denn überhaupt? Das mit denen. Ja. Ich weiß, wo das ist. Ich weiß nur nicht, wo das jetzt hier gerade ist. Okay, nee, das war da. Doch, 8 Meter. 7, 6, 5. Na, Moment. Da. So, Liste. Nee, war das das nicht? Aber hier ist doch sonst keins von diesen... Bin ich jetzt wieder blind? So, Moment mal. Wir haben... Doch. Eigentlich doch, das muss doch das gewesen sein, siehst du. Ah, haben wir doch geschafft. Sehr gut. Ha, hier sind wir vorbeigekommen, als wir früher Mihir besucht haben. Aber Mihir sollte jetzt nicht mehr hier sein, oder? All diese Dornen hier, das müssen alle Mihirs Freunde sein und sie sehen alle ziemlich gut aus. Apropos, sie haben uns schon oft geholfen. Weißt du, Schwäbchen, du bist wirklich... Hast du etwa meine Verdienste vergessen? Wie könnte das sein? Zwar hat Soru sich oft beklagt, aber sie denkt immer noch an die Freundschaft mit ihresgleichen, nicht wahr? Soru ist schließlich die Hauptfigur. So ist es, richtig. So ist es recht. Ich weiß, Soru, das nennt man einen spitzen Mund, aber ein gutes Herz aus Tofu. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe nur versucht, die Zwillingshornblütenkrone zu bekommen. Wenn die Älteste mich nicht gebeten hätte, mitzukommen... Wie man es auch sieht, dass du die Zwillingshornblütenkrone erhalten konntest, lag auch an mir hier. Solltest du ihr also nicht dafür danken, Soru? Sie ist sie, die früher mit der Unreinheit beschmutzt war und sich schwer tut, sie loszuwerden. Ich würde sagen, sie muss noch 10 weitere Male auf einen reinigenden Pilgerpfad gehen, um sich zu reinigen. 10 Mal ist zu viel. Moment, wenn Paimon es sich recht überlegt, scheint es nicht ganz inakzeptabel zu sein, oder? Es ist wirklich keine lange Reise. Ab und zu Sport zu treiben ist auch nicht schlecht, oder? Den Namen nach ist es, dachte Paimon, eine Wanderung von 10 Tagen und Nächten. Aber in Wirklichkeit dauert sie doch nicht so lange. Wie soll Paimon sagen... Sie ist so kurz, dass man sich wundert, was sie bewirken soll. Wäre sie so lang wie eine Pilgerreise der Ukanaiden gewesen, dann hätte ich sie vielleicht auch bewundert. So wie sie jetzt ist, kann ich nur sagen, dass sie sehr gut zu mir herpasst. Die Pilgerreise der Ukanaiden? Nach der großen Katastrophe kamen nach und nach viele Okaniden von Fontaine nach Sumero. Der Weg, den sie nahmen, war der sogenannte Pilgerweg. Seltsam, warum wollten Okaniden nach Sumero kommen? Eine Pilgerreise? Wen verehren denn diese Pilger? Ich hörte auch nur, wie die Älteste davon sprach. Man sah zwar früher wirklich Okaniden, die von Fontaine hierüber kamen, aber erkundigt habe ich mich nie, ob es der Harvest ist. Stimmt. So sagte, dass Harvest die Gottheit war, die Geburt der Pari ermöglichte. Und wegen dem Verehren, der hier am meisten verehrte Baum, muss zweifellos der Harvest sein. Aber was haben die Okanoiden nun wiederum mit dem Harvest zu tun? Könnte es sein, dass sie tatsächlich entfernte Verwandte sind? Oh, je mehr Paimon Sorosch anschaut, desto mehr Ähnlichkeiten sieht Paimon mit den Okanoiden. Haha, Paimon wird doch nicht etwa ein großes Geheimnis entdeckt haben, oder? So groß ist die Ähnlichkeit doch nicht, oder? Ich sehe auch eine gewisse Ähnlichkeit. Weißes Schwäbchen redet wieder Unsinn. Ich kenne gar keine Okaniden.
So ist das. Immerhin sagt Doge gerade, dass die Pilgerreise der Okaniden viel länger ist als die reine Pilgerfahrt der Mihir. Das heißt, Okaniden sind besser als Pari. Doge wird wahrscheinlich verlieren. Aber was? Das ist nicht das, was ich meinte. Im eigentlichen Sinne bezieht sich die reinige Pilgerfahrt nicht nur auf die tatsächlich gelaufene Strecke, sondern symbolisiert eine aufwärts gerichtete, wiederkehrende Tendenz. Oh, das klingt großartig, aber es wäre so unvernünftig zu behaupten, dass Okaniden besser als Pari sind. Das liegt aber nicht daran, dass ich etwas gegen Mihir habe. Andererseits, warum hat Zovan gesagt, dass die nächste Trainingszeit genau richtig für Soosh sei? Hier scheint es gar nichts Besonderes zu geben und Mihir ist nicht dabei. Aber selbst wenn sie hier wäre, glaubt Palmer nicht, dass Soosh so richtig mit ihr reden würde. Immerhin sind sie in vielerlei Hinsicht das Gegenteil voneinander. Mihir braucht Jasna Party überhaupt nicht. Ja, sie sagte auch, es sei gut, vergessen zu werden. So eine Streberin. Was hätte das alles für einen Sinn, wenn ihre Existenz und das, was sie im Laufe der Jahrhunderte geleistet hätte, vergessen wäre? Vielleicht ist das, worüber Zovan Soosh nachdenken lassen möchte. Es scheint, dass Soosh noch ein wenig Zeit braucht. So, damit hätten wir die Quest dann auch schon wieder erledigt. Holen wir unsere Belohnung ab. Wieder mal alles geschafft. Sehr schön. Damit danke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.